Willkommen bei Smart Liste. In diesem Video besprechen wir den die besten Gaming PC Test. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung und ich versuchte, sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen die besten Gaming PC Test, können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5 haben wir die Shinobi Gaming PC. Die Version von Shinobi ist ein extrem preiswerte PC-Spiele etablierte einschließlich Turm, 22 LED-Monitor und Tastatur und Maus. Vor allem die Variante mit AMD FX 8300E professionelle Quad-Core CPU, welche Uhren bei 8,4,2 GHz, in Verbindung mit der GeForce GTX 1060 im Test durch eine gute Leistung zu einem niedrigen Preis zu fördern konnte. Darüber hinaus werden 16 GB DDR3 Arbeitsspeicher installiert, sowie Windows 10 vorinstalliert. Die Festplatte hat 2 TB Speicherplatz, aber eine schnelle SSD-Festplatte nicht montiert ist, sodass das Betriebssystem ein bisschen langsamer als auf Entscheidungsträger mit SSD-Festplatten bootet. Punkt 1 Audio-Chip ist ebenfalls angebracht, aber es gibt nur eine Netzwerkkarte und auch kein LAN-Komponente. Hinzu kommt, dass funktioniert das Tool nur mit einer 400 Watt Netzteil. Dies macht es wirklich wirtschaftlich, aber auch begrenzt die Möglichkeiten der Modernisierung etwas. Umzug auf Nummer 4, haben wir die MSI Nightblade. Das Videogaming-System von MSI wird im oberen Mittelfeld geschätzt und richtet sich an wer will einen hohen Wirkungsgrad, jedoch eher ein paar Fehler in Auflösung sowie Informationen in den letzten Spielen wollen. In den ausgewerteten System funktionierte eine getaktete 4 3,7 GHz i7 6700 und auch eine GeForce GTX 970 mit 4 GB DDR5 Speicher. Obwohl dies kein High-End ist, dennoch bietet eine hohe Grafikleistung ebenso wie in Verbindung mit den 8 GB DDR4 Speicher dauerhaft allgemeine Standard-Worts im Bereich Full HD. Insbesondere konnte die bedeutende Speicherkapazität die Tester begeistern, da zusammen mit einem 128 GB SSD-Festplatte, auf der Windows 10 Home vorinstalliert ist, das Modell zusätzlich 2 TB Speicher auf einer SATA-Festplatte mit 7200 Umdrehungen verwendet. Auf Platz 3 haben wir die PC24NZXT. Das PC24 High-End-System ist eine wunderbar ausgestattete System mit erstklassigen Teilen. Im Test speziell die Variante mit 500 GB 960 Evo SSD-Festplatte von Samsung mit einer Leistungspreis von 3200 MB zweite in Kombination mit der 1080er GeForce GTX und Ti-7700K war ermutigend. Die Prozessoruhren an 4,4,5 GHz als sowie, kombiniert mit superschneller SSD-Festplatte von Samsung, macht sicher einen sehr schnellen Boten von Windows 10 Pro laufenden System. Die Grafikkarte ist mit 8 GB GDDR5X Speicher eingerichtet und bietet in den letzten Spielen in 4K Auflösung für hervorragende Leistung. Zusammen mit der SSD ist Festplatte zusätzlich eine 1 TB SATA SEA-Karte Festplatte SEA-Karte montiert, die so dass genügend Arbeitsspeicher angeboten wird. Alle Komponenten werden verbessert, ein GB Aorus KZ270X Gaming K5 Motherboard mit Premium Z270 Chipsatz. Die trägt dazu bei, die gute Kommunikation aller einzelnen Elemente als auch mit einer wirklich ruhigen 600 Watt Hilfe. Umzug auf Nummer 2, haben wir die Megapod 8 Kern. Das Megapod System ist ein AMD Videogaming Computer, die speziell aufgrund der hervorragenden Preis-Leistungs-Anteil zu überzeugen war. Als eine preisgünstige PC-Gaming-Computer liefert es noch genügend Leistung für die neuesten Videospiele, die vielen Dank an die CPU AMD FX 8300N mit der GeForce GTX 1060 Kombination, obwohl es im Entry-Level AI kosten bleibt. Innen, vorinstalliert, 16 GB DDR3 Arbeitsspeicher und auch eine 1 TB Festplatte ebenso wie es derzeit ist Windows 10 LAN ist ebenfalls derzeit Bestand und auch vielen Dank an die 8-Core CPU mit 8 bis 4,2 GHz. Das System ist wirklich schnell. Eine SSD Festplatte besteht nicht aus, aber im Test die SATA Festplatte mit ihrer 7200 Transformationen kann lernen sie eher ausgezeichnet. Als ein Motherboard relativ kostengünstige M5A78LMLX3 von Asus ist montiert, aber die untere Linie war ziemlich überzeugend, speziell wenn man bedenkt, dass derzeit ein 5.1 Lärmkippsatz an Bord bekommt. Die Zalman Z9 Layout Turm beinhaltet blau leuchtende Anhänge sowie sieht sehr gut, dass der Computer einen vollwertigen Videogaming-Computer ähnelt.
Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die MegaPort High-End. Die effektivste i7 Video Wurde Gaming Computer, den PC Gaming Desktop Computer aus megaport.de. Es wird derzeit im oberen Mittelfeld geschätzt, doch überzeugt auf ganzer Linie in Bezug auf Layout, Effizienz und auch Attribute. MegaPort liefert das EDV-System in verschiedenen Variationen, wobei die Variante mit i7-7700K CPU sowie Grafikkarte GTX 1080 mit 8 GB sowie 16 GB DDR4 RAM Grundrechte feinsten tun könnte. Insgesamt lohnt sich der Standard? Waren neben vielen Dank 16 GB DDR4 Speicher zusammen mit der 250 GB Samsung SSD Festplatte, die den Bestand des Windows 10 aus überzeugend tonnen in nur ein paar Sekunden. Zusammen mit der SSD ist Boot Videospiel ebenfalls eine 1 TB Festplatte. Hinzu kommt, dass das EDV-System derzeit verfügt über Wi-Fi an Bord sowie zusätzlich hat ein 22x DVD-Heizung sowie eine effektive 600 Watt Netzteil. Das Mainboard ist Asus Prime Z270A, harmoniert gut mit der Einbauteile und fügt auch eine wirksame allgemeine Anpassung. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden, haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video, bitte mag dieses Video teilen und vergessen Sie nicht, unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren.